Hallo Leute, das Wetter ist absolut trüb, 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 traurig und kaputt. Aber ich habe eine mega geile Neuigkeit für euch, für alle Leute, die den Skoja haben und Goda als Pro benutzen. Es gibt jetzt eine Kooperation zwischen den beiden und das Ding ist der Hammer. Und ich war einer der Beta-Tester, musste die Füße jetzt stillhalten, aber jetzt kann ich euch das Ding mal zeigen. So, hier in der Ecke haben wir Skoja. Ne? Und dann habe ich hier den Watschelmann. Ich war ja einer der ersten Nutzer des Skoja in Deutschland. Ich hatte auch die ersten zwei Pro Skoja und ganz, ganz viele Leute, auch Dartshops, haben einen Skoja-Vertrieb, weil ich damals ein YouTube-Video dazu gemacht habe. Grüße an die Shops an dieser Stelle, die damit auch ein bisschen Kohle verdient haben. So, jetzt gibt es was Neues, ein absoluter Hammer und ich bin wieder der Erste, der ein Video dazu macht, denke ich zumindest. Und zwar, hier ist mein Account, ich melde mich an, auf Godarts Pro. So, jetzt habe ich das Ding registriert. Hier ist die Seriennummer eingegeben. Mein Device ist ready. Hier sind jetzt die Games, die man jetzt zocken kann. Wir probieren mal, ob das funktioniert. Mit einer ganz einfachen Highscore. Die kann er nämlich auch zählen aus der Hand. So, Sound ist an. Ich hole die Darts raus. Aus dem Skoja. Ich sag mal hier, Takeout finished. Verdaut. Und Start Game. Time to play the game Highscore. Game on. Game on. So, die Frau ist lecker. Die Frau ist nett, die sagt Game on. Ich schmeiß einen Pfeil. 18. Boom. Godarts Pro weiß, was ich geworfen habe. 1. 13. 1, 13. Score 32. Und nicht nur dieses Game, sondern ein Haufen Games, JDC Challenge auch, geil. Ein Haufen Games hat Godarts Pro schon freigeschaltet, es werden auch noch mehr. Und ihr könnt auch den Virtual Coach benutzen, der euch, je nachdem was ihr eingetragen habt an Ergebnissen und was ihr gespielt habt, Trainingsspiele vorschlägt. Und damit könnt ihr natürlich hardcore krass trainieren. Ich werde das jetzt machen den nächsten Monat, das wird der absolute Burner. Dazu braucht ihr keinen Pro-Account bei Godarts Pro. Für den Coach schon und für die meisten irgendwie Zusatzgames oder so auch. Aber für das, was ich euch gerade gezeigt habe, diese ganzen Games in dieser Liste, braucht ihr keinen Pro-Account. Zahlt ihr quasi nichts. Ihr braucht allerdings ein Skoja. Zwei Sachen. Das Skoja gibt es bei mir, wenn ihr es bei mir bestellt, 25 Euro günstiger als überall anders. Und das nächste Ding ist, wenn ihr den Godarts Pro-Account eröffnet über den Link unten, ich glaube Referral Dartlethics oder sowas, dann kriegt ihr einen Monat Premium umsonst. So einen Angebotslink haben nur ganz wenige, Robert Janowitsch hat auch einen, aber ich bin direkt mit dem Chef verbandelt von Godarts Pro und von Skoja und so ein Angebot kriegt ihr nicht überall. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht haben. Für alle, die Skoja jetzt schon haben, ihr könnt jetzt auf Godarts Pro draufspringen, auf die Website Account machen und losnudeln und viel Spaß damit, ne? Also haut's rein, tschüssi! Lasst ein Abo und ein Like da, falls ihr es geil findet, was ich mir also abreiße hier. Ja.